Hallo Freunde der Sonne und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Aircraft Carrier Survival. Ich bin der Midway von den Junkie Monkeys und wir sind wieder unterwegs im Pazifik, um gegen die Japaner zu kämpfen. Hier bei uns auf dem Kanal. Geht das natürlich nur. Wir haben mittlerweile einiges erreicht, haben in dieser Mission, sollen wir U-Boote finden? Und die versenken und ich habe die schon gefunden. Ich kann euch das kurz zeigen. Hier haben wir sie aufgespürt. Eine japanische U-Boot-Flottille. Und da werden wir uns drum kümmern. Das Problem ist, wir können jetzt natürlich gerade nichts rausschicken, weil alle unterwegs sind, wie immer. Jetzt werde ich mal kurz beschleunigen, dass die Zeit ein bisschen schneller vergeht. Dann holen wir die alle rein. Vorab muss ich aber erstmal was gucken, bin ich. Sir, a member of your staff Oha. requires urgent medical aid. Have a DC team transport him to Ein the infirmary. Mannschaftsmitglied wurde verwundet. Das gibt's doch gar nicht. Ja, okay. Kein Problem. Dann machen wir das jetzt erstmal mit dem Mannschaftsmitglied. Das ist weitaus wichtiger. Und werden parallel erstmal schnell Ressourcen aufnehmen. So, dann schauen wir doch mal. Also, Knecht Rupp, wen hat's denn jetzt erwischt? In der Reparaturkolonne ein. Sir, So, a member of ich your bin schon staff dabei. requires urgent medical aid. Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. So, geh mal ran da, mein Freund. Kümmer dich mal um den. Na, kannst du den nicht mehr retten, oder was? Ah, Gott sei Dank, der ist wieder fit. So, dann kannst du da gleich wieder hin. Und du gehst bitte wieder an die Pumpen ran. Dann haben wir das schon mal geklärt, das Problem. So, jetzt müssen wir halt nur zusehen. Rohstoffe nehmen wir gerade auf, dass wir schnellstmöglich unsere Bomber wieder reinkriegen. Und zusehen, dass wir das alles vorbereiten, um die Torpedos dahin zu heimern für die Kollegen. Das wird jetzt wichtig. So, der aktuelle Befehl gilt nicht mehr und gleich haben wir die ersten Übernahmen. So, schauen wir mal. Als erstes müssten die U-Boot-Dinger zurückkommen hier. So. Okay. Ab in den Hangar. Oh, wir müssen das Deck noch umbauen. Übernahme. So, den ersten übernehmen wir jetzt schon mal. So. Dich übernehmen wir auch gleich. Ihr bleibt auf Deck und ihr bleibt auch auf Deck für den Angriff. Jetzt wollte ich mal kurz gucken bei dieser U-Boot-Flotte. Die haben ja quasi nur Verteidigungswerte. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Das ist ja ziemlich kurios. Die haben nur Verteidigungswerte. Deswegen müssen wir da mal schauen. Aber die sollten wir aber eigentlich schnell wegkriegen. Da sehe ich jetzt keine große Sorge dran, dass wir die schnell wegkriegen. Na gut, dann übernehmen wir euch. So. Euch übernehmen wir danach auch. Und ihr seid ja gleich zurück. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Die Erkundung. Muss ich da noch ein Ziel identifizieren? Habe ich ja quasi gemacht. So. Oh, es kann doch nicht sein. Schon wieder ein Flugzeug auf dem Deck zerstellt. Schisse voll. So, entsorgt die Kiste. So, dann werdet ihr jetzt gleich übernommen. So. Dann haben wir euch jetzt ja quasi schon drinnen, ne? Dann werden wir jetzt erstmal schnell den Kurs ändern von dem Kahn und da mal schnellstmöglich hinterherfahren. Hinter der U-Boot-Flotte.
So, einmal Jagdflugzeuge rausholen und dann umbauen zum Starten. Genau. Einmal umbauen, Männers. Und sobald es hell wird, schnappen wir uns die Schweine. Dass wir die jetzt mal wegkriegen hier. Ja, es läuft ganz gut mittlerweile. Mittlerweile sind wir richtige Pro-Gamer in dem Spiel. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. Vielleicht sollten wir die Chancen nutzen. Und euch mal austauschen. Wäre vielleicht sinnvoll. Ach, Scheiße. Machen sie das so, ne? Ah, ne, doch, machen sie richtig. Sehr cool. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir schicken jetzt erstmal Aufklärer raus. Und dann planen wir unseren Luftangriff gegen diese U-Boot-Staffel. Ja, die wir nicht angreifen können. Müssen wir erst die Zielidentifikation durchführen. Nicht die nur mit diesem... Ach, den kann ich nur damit... Okay, dann machen wir das halt so. Na gut, dann holen wir die Torpedoflugzeuge raus. Und machen das so. Das soll jetzt ja kein Problem sein für uns. Und Abflug. Vielleicht sollten wir sicherheitshalber nochmal ein Jagd... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ja, jetzt haben wir die entdeckt, aber können nichts machen, oder was? Zielidentifikation? Kann ich auch nicht vorbereiten. Ach, da! Luftangriff auf Unterseeboote für ganz doofe. Ja, da. Okay, rein theoretisch gesehen wäre es sinnvoll, die Unterseeboote nur mit Tauchbombern anzugreifen. Rein theoretisch gesehen. So, also werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt erstmal das alles gut machen. So. So, 4. 5. Bestätigen. Und hier ist auch wieder Aufnahme. Bestätigen. So, dann haben wir das jetzt. Dann könnten wir rein theoretisch gesehen die jetzt mal losschicken. So, haut die mal raus da. Wir sind noch auf langsamer Fahrt, das ist schon mal gut. Weil nicht, dass wir da jetzt gleich weggesnickt werden von irgendwas hier noch. Es sind doch keine Feinde mehr in der Nähe. Bis auf diese feindlichen Aufklärer, die gerade zufällig um Ecke kommen. Woher auch immer die kommen. Aber kein Problem, die kriegen wir weg. Die holen wir uns weg. So. Jagdflugzeuge raus. Und dann holen wir uns gleich die
Aufklärer weg, das sollte ja kein Problem sein für uns. So, und Aufklärer, raus. Oder haben wir hier... Okay. Wieso haben die den Feind nicht getroffen? Sind die besoffen? Das ist ja schon nicht mehr schön. Das ist schon lächerlich. Wieso das denn jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Na gut, okay, dann machen wir das anders. Dann schicken wir da jetzt nochmal Torpedoflugzeug, Jagdflugzeug, Jagdflugzeug raus. Tauchbomber auch. Habe ich noch zwei Stück. Tauchbomber, Tauchbomber. Luftangriff vorbereiten. Ah, halt. Die müssen erst wieder zurückkommen. Boah. Kann ich da noch einen zweiten Angriff in der Insel fertig machen? So. Nein, kann ich nicht. Da auch nicht. Nein. Scheiße. Gut, dann müssen wir dann umbauen zur Landung. Geht halt nicht anders. So. Okay. Vorbereiten zum Landen, bitte. Das dauert jetzt wieder und das ist alles scheiße. Ah, das ärgert mich jetzt wieder so ein bisschen. Mal schauen, wie wir das jetzt angreifen, hier die ganze Kiste. Admiral, a section below deck has malfunctioned. So, wir übernehmen als erstes euch. Dann übernehmen wir euch. In der Reihenfolge. So, was gibt's denn hier? Neue Nachrichten? Ich sehe das nicht. Ich wollte die Nachricht sehen. Scheiße. Ach, Mann. Okay. Das sollten wir schon irgendwie hinkriegen. Zerstöre die U-Boot-Flotte. Okay, ja, das ist ja mein Ziel. Aber irgendwie klappt das nicht so ganz hier. Hätte ja nicht gedacht, dass die nicht treffen, weil die zu doof sind für die Welt. So, danach gleich über... Nach der Übernahme gleich fertig machen zum Starten. Ach so, ja, passt. So. Dauert ganz schön lange, ne? Bis sie diese ganzen Pummelpuffer da alle drin haben. Ja, der Feind hat uns entdeckt, ich weiß. Das lag aber nicht an mir. So. Angriff auf U-Boote vorbereiten. Okay, wir hatten jetzt von jedem zwei, glaube ich. Oh, jetzt muss ich nochmal schnell gucken, ne? Oh, wie war denn das? Torpedo, Torpedo, Maschine, Maschine. Bomber, Bomber. Okay, Luftangriff auf U-Boot vorbereiten. Also, als erstes Jäger vorweg. Ja, hinterher. Torpedos.
Bomber. Bomber. Und das sollte jetzt klappen. Bestätigen. Aufnahmebereich. Hier, bestätigen. So, umbauen das Deck. Zack, zack, ich will die Maschinen raushaben. Beeilt euch mal ein bisschen. Was ist für ein Flugzeug auf dem Deck? Oh, Scheiße. Move the dive bomber squadron back to the hangar. Los! Gleich raus die Dinger jetzt. Hoffentlich kriege ich meine Aufklärer noch übernommen. Können wir hier schon mal auf Landung vorbereiten. Ich wollte mal auf die Maschinen gucken. Auf langsam, passt. Hauptsache, ihr kommt nicht schnell genug raus. Dass ich meine Aufklärer noch übernehmen kann. Ja, kriege ich noch hin. Und übernehmen. Und auch übernehmen. Dann machen wir das doch schon mal so. Kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich die nicht treffe. Alle Maschinen stopp. Dann machen wir das jetzt anders. So, da kommt jetzt Torpedobomber. Kann ich dir noch einen Hangar schicken? Nein. So. Tauchbomber. 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 Obwohl, das bringt gar nichts. Also pass mal auf euch. Ab in der Butze. Machen wir das halt so. So. Auch weg. Move the torpedo bomber squadron back to the hangar. So, pass auf, folgendes. Ich nehme mal mit, dich nicht, dich nicht, dich nicht. Ich brauche noch vier davon. Bye. Tauchbomber? Das sollte doch jetzt so klappen hier. Es kann ja nicht sein, dass ich die nicht treffe, Alter. Ich weiß auch, dass meine Sturmgruppe stillsteht, aber was soll ich machen? Wir haben die quasi gleich vor der Tür hier. Ich weiß es nicht. Ich versuche das jetzt noch einmal.
Wenn nicht, müssen wir uns da was einfallen lassen. Das kann ja so nicht weitergehen. Es muss ja möglich sein, dass wir die Kisten da versenken. Meiner Meinung nach. So sehe ich das zumindest. So, genau. Holt mal die ganzen Jäger an Deck. Und wir machen mal an Folgendes. Jetzt fahren wir genau da hin. Okay. Fertig machen zum Starten. Aufspüren von U-Booten zweimal. Luftangriff auf U-Boot. Luftangriff auf U-Boot. Da. Wir haben jetzt an Bord zweimal Jäger. Und dann aggressiv mit Bombern voran. Zack und zack. Bestätigen. Und im gleichen Gebiet ist auch wieder die Aufnahme. So. Umbauen zum Starten. Zack, zack. Und Abflug. So, das sollte jetzt ja klappen. Wenn nicht, weiß ich bald nicht mehr weiter. Bin ich ganz ehrlich. Ganz langsam fahren wir mal weiter. Noch nicht sein. Wieso treffen wir die nicht? Nein, die bewegen sich nicht. Wieso bewegen die sich nicht? Oder sind die weg? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die weg sind. Na gut. Okay, es ist sowieso nachts und deswegen würde ich sagen, wir machen mal Schluss hier an der Stelle. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Und vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie wir die weggesnackt kriegen. Ich wünsche euch noch was. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.